Pepe ist ein Internet-Meme. Ein für Außenstehende nur schwer zu verstehendes Netzphänomen. Erstmals taucht der Frosch vor über 10 Jahren im Comic Boys Club auf und landet Jahre später auf dem Imageboard 4chan. Hier übernehmen die User die Figur. Sie verändern das Aussehen von Pepe und legen ihm allerlei Sätze in den Mund. Und machen so aus der schwarz-weißen Comicfigur ein millionenfach geteiltes Meme, das in immer neuen Varianten auf Tumblr, Twitter und eben 4chan auftaucht. Für Georg Fischer von der Technischen Universität Berlin zeigen Meme wie Pepe der Frosch, wie sich im Netz die Kreativität der User Bahn brechen kann. An oft vollkommen unerwarteten Stellen, wie eben einem kaum beachteten Comicfrosch. Memes sind sicherlich ein Spiegel der Gesellschaft, weil immer mehr Leute Zugang zu Technologie haben, Bilder, Musik, Videos remixen können, auch gleich wieder hochladen können, also publizieren können. Also sie haben Zugang zu den Technologien und können sich dadurch ausdrücken. Der Begriff Meme geht auf den Biologen Richard Dawkins zurück. Sein Kunstwort soll eigentlich beschreiben, wie sich Ideen durch Kommunikation weiterverbreiten und verändern. Im Netzjargon aber hat der Begriff ein Eigenleben entwickelt und beschreibt den Hype um Figuren wie Pepe oder Internetwitze über Game of Thrones und Katzen. Und ohne solche Meme wäre es auf dem Blog von René Walter ein bisschen langweiliger. Er liebt den dadaistischen Humor hinter den Bildwitzen. Naja, ich meine, über was lacht die Masse denn normalerweise? Irgendwie Mario Barth oder keine Ahnung was. Und auf einmal hast du da völlig avantgardistischen Humor in fast schon Mainstream-Medien. Und das ist tatsächlich eine Errungenschaft. Auch Walter verbreitet auf seinem Blog Nerdcore Meme. Mit Und alle so yeah hat er 2009 sogar einen Hype in Deutschland losgetreten. Und der schaffte es aus dem Netz bis auf die Straße. Doch für ein echtes Meme bedeutet eine solche Popularität meistens das Ende. Denn spätestens, wenn ein Witz auch die Normies verstehen und er bei BuzzFeed und im Mainstream-Netz kursiert, dann ist er bei der Netzsubkultur unten durch. Das ist ja im Grunde eine Industrialisierung von Memetik, die dort stattfindet. Und das ist einfach das ganz klassische Wiederkäuen immer wieder von Katzenbildern und die besten Bilder der 80s und immer wieder dasselbe. Also BuzzFeed ist ein Endpunkt sozusagen für Memetik. Und von dort wiederum ist es nur ein kurzer Weg hin in die Welt von Wirtschaft und Politik. Denn längst wissen Kommunikationsprofis, ein gutes Meme ist das Werkzeug der Stunde für Wahlkampf oder Werbekampagne. Janina Licitano von der Humboldt-Universität Berlin sieht in Internet-Hypes sogar einen neuen Zugang für viele Menschen zur Welt der Politik. Und gleichzeitig können sich Meme im Umkehrschluss auch direkt auf die Politik auswirken. Um derartige Wechselwirkungen besser verstehen zu können, fordert Licitano eine eigenständige Meme-Forschung, weil hier gängige Bildanalyse-Methoden gar nicht mehr greifen. Also ein Kunsthistoriker hat sich ein Werk von einem Künstler, ein Original angesehen und hat das Bild analysiert. Aber im Fall von Memes sind es unzählige Bilder. Es sind so viele Bilder, es ist viel schwieriger, diese auszuwerten, zu begreifen. Ob politische Bilder, witzige GIFs oder gehypte Musikclips. Aus Internet-Memen lassen sich allerhand soziologische und politische Entwicklungen ableiten. Sie verwandeln die Komplexität der Welt in etwas ganz Einfaches und reagieren mit viel schwarzem Humor auf die Absurdität und Zumutungen des Alltags. Und das Beste? Meme sind so simpel, dass man auch ohne solches Hintergrundwissen wunderbar über sie lachen kann. Wie über Pepe, den Frosch.